So, liebe Freunde, jetzt kommt es zu einem Präzedenzfall, denn man hat meiner Frau und mir den Zutritt zu diesem Edeka-Laden verweigert. Hier in Rothenburg auf der Tauber, ob der Tauber. Das ist dieses Edeka-Center hier. Und obwohl wir beide ein ärztliches Attest vorlegen können, dass wir keine Maske tragen müssen, wird uns hier der Einkauf verweigert. Jetzt wird die Polizei geholt. Hallo, heute sitzen wir hier, Annette und ich, am See, sind schon mal ein bisschen eingetaucht. Das ist hier eine herrliche Gegend. Ich schwenk mal einmal rum. So, ich hoffe, ihr konntet es sehen. Aber was heute jetzt das Thema ist, wir haben gestern eine negative Erfahrung hier in Bayern gemacht. Und zwar bei Edeka. Und das betrifft natürlich die Maske mal wieder, die spezielle Maske. Und wir waren vorher schon, einen Teileinkauf hatten wir gemacht bei Aldi Süd, kein Problem. Genauso wie wir seit einem Vierteljahr praktisch mit diesem Attest überall ohne Maske einkaufen. Und dann hatten wir uns getrennt. Annette ging bei Edeka in Bad Rothenburg rein, während ich mit Max im Auto wartete. Den kann man ja noch nicht so lange alleine lassen. Und dann passierte bei Edeka Folgendes, das kann Annette mal kurz erzählen. Nochmal ganz kurz am Rande, Bad Rothenburg war ein Versehen von Joachim. Es ist natürlich Ach. Rothenburg ob der Zauber. Ach, ja klar. Ich ging da rein und war 10 Minuten im Laden, hatte vorher Flaschen abgegeben am Automat, der im Vorraum hängt oder steht. Und zog meinen Bon und ging mit meinem Wagen in den Laden und wie lange war ich drin? Über 10 Minuten ungefähr und dann hatten mich natürlich alle möglichen Menschen gesehen, auch Verkäufer, Verkäuferinnen, irgendwelche, die da rumliefen von Edeka. Und plötzlich spricht mich eine an, das war beim Chibo-Stand, ist ja auch egal, und dann sagte sie, ja, Sie müssen Ihre Maske aufsetzen. Ich habe gar keine Maske, weil ich ein ärztliches Attest habe. Ja, das spielt in diesem Markt aber keine Rolle, Sie müssen trotzdem Ihre Maske aufsetzen. Ich sage, ich habe aber keine, weil ich ein ärztliches Attest habe. Ja, das geht aber nicht. Habe ich gesagt, alles klar. Dann haben sie mich das letzte Mal hier gesehen, habe meinen Wagen stehen lassen mit den Sachen drin und bin gegangen. Und dann gehe ich an die Kasse, weil ich meinen Pfandbon natürlich einlösen wollte. Und frage eine Frau, die auch einkaufte, ob ich nach vorne dürfe, weil ich nur den Bon einlösen möchte. Und da rief die Kassiererin an der Kasse, das können Sie auch da hinten machen, an der Schnellkasse, wo auch die Lotto-Toto-Stelle ist. Dann bin ich hin zu dieser Schnellkasse und die ging dann weiter nach vorne und dann meinte die von der Schnellkasse, die Verkäuferin, Sie müssen Ihre Maske aufsetzen, so richtig so. Setzen Sie Ihre Maske auf. Und ich hab einen Attest, ich habe gar keine Maske dabei. Und dann, Sie müssen Ihre Maske aufsetzen. Wie ein Papagei. Die hat überhaupt nicht zugehört. Und da habe ich einmal laut und deutlich gesagt, das hat schwerwiegende Gründe, dass ich eine Maske habe. Sie möchten bestimmt nicht mit mir tauschen. Ich habe die ja nicht einfach so gekriegt. Aber die hat überhaupt nicht zugehört. Ja, das ist egal. Sie müssen Ihre Maske aufsetzen. Ich habe keine. Was soll ich denn aufsetzen, was ich nicht habe? Ich habe nur das Attest. Und da bin ich so sauer geworden. Die hat mich so hochgeschaukelt, die Alte. Da habe ich den Pfandbon zerknüllt, habe ihr den über den Tresen geschmissen und habe gesagt, Sie können mir mal die Füße küssen. Und draußen war ich. Ja, und dann kam Annette natürlich bei mir an und erzählte mir die Story. Und ich sagte, das können wir uns ja so nicht bieten lassen. Man hat ja nun auch, wenn man einen Attest hat, muss man ja irgendwo seine Einkäufe erledigen. Und ich bin dann auch... Natürlich, da ich auch einen Attest habe ohne Maske rein und dann fielen die gleich über mich her und ich sollte eine Maske aufsetzen und so. Ich sagte dann auch, ich habe keine und ich habe einen Attest, aber das war vollkommen egal. Na gut, das wurde dann etwas lauter. Das Publikum stimmte mir teilweise auch zu. Und auf jeden Fall kam dann einer, der so aussah wie von der Security, aber war ein Edeka-Mitarbeiter und der wollte mir dann Hausverbot erteilen. Ich sag ja, das möchte ich dann gerne mit dem Geschäftsführer klären, bevor sie mich hier rauswerfen wie so ein Ladendieb. Dann möchte ich den Geschäftsführer sprechen, aber der war angeblich nicht zu Hause, nicht im Geschäft.
Und da sagte ich, geben Sie mir mal erstmal Ihren Namen hier, was, wenn Sie meinen, Sie können den Geschäftsführer hier vertreten, will ich wissen, wenigstens wissen, mit wem ich rede. Na, der verzog sich dann ohne und weigerte sich, mir den Namen zu geben. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich möchte das auf jeden Fall, wenn ich hier den Laden verlassen muss, klären und möchte, dass die Polizei hinzugezogen wird. Und die haben sie dann auch angerufen. Ich habe dann mich denn des guten Willens wegen nach draußen begeben, bis die Polizei dann Die Polizei eintraf. Ist jetzt eingetroffen hier. Hinter mir ist das Polizeiauto. Eine Beamtin, ein Beamter. Und die sprechen jetzt mit dem Geschäftsführer und werden dann mit dem aushandeln, ob wir einkaufen dürfen oder nicht. Jetzt werden wir mal gespannt warten, ob wir hier ohne Maske einkaufen dürfen. Uns wurde jetzt Hausverbot erteilt. Ja. Die Polizei sagt, sie können da nichts machen. Sie können uns auch nicht reinlassen gegen das Hausverbot des Geschäftsinhabers. Ich habe mir natürlich hier die Namen der eingesetzten Polizisten geben lassen und das Hausverbot hier auch noch schriftlich. Und wir werden mal gucken, was wir da in Sachen Antidiskriminierungsgesetz rausholen können. Also das werden wir nicht auf uns beruhen lassen, denn wir kaufen, wie gesagt, schon eine ganze Weile, seit das Maskenverbot besteht, ohne Maske ein. Und da muss man mal klare Kante zeigen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Bis dann, euer Joe. Naja, davon lassen wir uns selbstverständlich den Urlaub nicht vermiesen. Hier scheint, wie gesagt, die Sonne und alles prima. Und es gibt ja 99% andere Geschäfte, in denen wir schon seit... Der Edeka hier, in Kriedlingen. Da wird nichts gesagt. Die haben einmal gefragt, Sie haben keine Maske auf. Haben Sie einen Attest? Wollen Sie es gerne sehen? Nein, wenn Sie mir das sagen, glaube ich das. Sie können es aber auch zeigen. Und habe ich gesagt, ist in Ordnung. Und da wird nie was gesagt. Da war ich schon 4 oder 5 Mal einkaufen. Ja, also, wir kaufen da sieht man mal, das ist reine Willkür. Wir haben unser Attest ja seit Anfang Mai und kaufen seitdem in unterschiedlichsten Geschäften ein. Das kommt mal vor, dass man das Attest mal vorzeigen soll oder so. Dann wird das gemacht. Und dann sagen die meist, ja, entschuldigen Sie und wir müssen das machen, weil wir sonst Ärger mit dem Ordnungsamt kriegen. Aber damit hat sich das ja auch dann schon. Rufst du mal unser Hundi? Max! Hey! Hier läuft mit. Ach so. Ja, Freunde. So, mach mal aus. Aus. Oh. Die dürfen gar nicht mit den Halsbändern ins Wasser, doch, oder? Doch. Ah, doch. Ja, Max, jetzt gehen deine Freunde nach Hause. Das ist ja ärgerlich, ne? Aber du bist auch genug geschwommen jetzt. Ja, ganz toll hast du das gemacht. So viel getobt. Ja, was ich noch zu der ganzen Sache sagen möchte. Man sagt jetzt vielleicht, was soll der ganze Aufriss um diesen Kram? Polizei verständigt. Aber da geht's um grundsätzliche Sachen. Es gibt ja einen guten Spruch, der heißt, wehret den Anfängen. Und das mit der Maske, das ist erst der Beginn dessen, was uns noch bevorstehen könnte. Wenn wir alle widerspruchslos diese Maske tragen, obwohl es aus ärztlicher Sicht ja überhaupt keinen Sinn macht, diese Maske zu tragen, dann kommen bald die nächsten Maßnahmen. Und Maßnahmen gab es ja schon mehr als genug. Diese ganzen Freiheitsbeschränkungen, dass man nicht mehr reisen durfte. Wir als Lübecker durften keine 20 Kilometer mehr fahren. Und zu der Maske, da hat sich ja sogar der Professor Drosten geäußert und gesagt, dass das absoluter Quatsch ist, gegen ein Virus sich eine Maske umzubinden. Das ist so, als wenn man ein Maschendrahtzaun errichtet, um Mücken fernzuhalten. So in etwa kann man das vergleichen. Im Übrigen, wenn man das so sieht, wie diese Leute diese vollgerotzten Masken tragen, die werden doch nicht nach 10 Minuten Benutzung gewaschen bei 90 Grad oder so. Neulich erleben wir das bei einem anderen Edeka-Geschäft in Nordrhein-Westfalen. Da stehen zwei Handwerker vor der Tür. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Da hatte der eine, wollte noch was einkaufen, der hatte keine Maske dabei. Da sagt er zu seinem Kumpel, du, ich will da noch rein, was einkaufen. Da schnallt der andere sich seine Maske ab. Oh, Mensch,
merkst, du bist nass. Und gibt sie dem anderen und der schnallt sich dieses verrotzte Tuch dann vor sein Gesicht. Und das ist alles nun hygienisch. Also, das sind Sachen, die man da erleben kann, die gibt's gar nicht, nicht. Und dann muss man auch bedenken, wo diese Masken hergestellt werden. Man weiß gar nicht, was da für Materialien verwendet werden, wie gesundheitsschädlich die sind. Und. Also es gibt wirklich nur Argumente gegen die Maske. Man atmet seine eigene Luft ein. Das ist doch, sein CO2 atmet man ein. Das kann doch nicht gesund sein. Das ist auch nicht gesund. Und jede Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, wenn man länger eine Maske trägt, ist das ungesund. Und trotzdem, und das ist das Erschreckende, trotz dieser offensichtlichen Sinnwidrigkeit dieser Maßnahme befolgen alle Menschen oder fast alle diese unsinnige Verordnung, wozu noch zu sagen ist, dass das Infektionsschutzgesetz ja völlig falsch angewendet wird. Also ich bezweifle, dass das Ganze rechtmäßig ist, denn das Infektionsschutzgesetz richtet seine Maßnahmen immer nur gegen Erkrankte und Gefährdete. Es kann also gar nicht sein, dass sich die Maßnahmen gegen 83 Millionen Bundesbürger richten, die verpflichtet sind, Masken zu tragen oder zu Hause bleiben sollen, dass das überhaupt nach dem Infektionsschutzgesetz rechtmäßig sein soll. Das soll mir mal jemand erklären. Wegen ein paar tausend vielleicht Infizierter, die es in Deutschland überhaupt noch gibt. Das sind ja schon praktisch Infizierte, in Anführungsstrichen Infizierte, im Promillebereich. Das ist ja unglaublich. Naja, und der nächste Schritt ist natürlich etwa die freiwillige Installation dieser Corona-Warn-Apps, die ich Corona-Warn-App nennen möchte eher, die also uns dann fast wie in chinesischen Verhältnissen rund um die Uhr überwacht, unsere Bewegungen verfolgt, Tracking-Muster erstellt. Das kann doch nicht das Ziel sein, dass wir wegen so einer Geschichte, die vermutlich erfunden ist, Schatzi, das uns musst du filmen. Lückenlos überwachen. Jetzt müssen wir mal schwenken, einmal kurz. Jetzt liegt eine Festzeltgarnitur hinter sich. Ah. Da sitzt einer drauf mit einem Glas Bier in der Hand zum Schreien. Zwei junge Männer, die sich einen Jux machen. Guck mal, die stören hier unsere Aufnahme. Guck mal, der hat eine Festzeltgarnitur geladen. Das ist doch witzig. Man gaukelt uns natürlich vor, dass diese App, die ja ein paar Millionen Euro gekostet hat in der Entwicklung, die Updates werden natürlich dementsprechend teurer und das wird noch mehr in Steuergeld gehen, dass diese App auf Freiwilligkeit basiert. Aber was ist das für eine Freiwilligkeit? Das wird genauso sein, dass manche Restaurants dann sagen, hier kommt ihr nur mit App rein und Reisen nur noch mit App. Und das Endziel ist ganz klar, das hat ja auch Bill Gates, der als Privatperson 10 Minuten Sendezeit in der Tagesschau kriegt, man glaubt es nicht, der hat das offen gesagt, er will 7 Milliarden Menschen impfen. Das sagt uns ein Privatmensch, ohne sich irgendwie komisch vorzukommen. Das ist doch unglaublich. Ja, und das ist das Endziel, kann man sagen. Man kann diesen Begriff wirklich nehmen. Das Endziel dieser Aktion, alle Leute zu impfen, am besten halbjährlich dann gibt es die nächsten Covid-Aktionen und so kann das doch alles nicht weitergehen. Das ist natürlich der echte Hintergrund dieser ganzen Aktion und wenn man bedenkt, was das für Impfstoffe sind, normalerweise dauert es Jahre, Impfstoffe zu entwickeln und diese Impfstoffe, die werden auf den Markt geschmissen und sollen angeblich sogar unser Erbgut verändern. Das muss man sich mal vorstellen. Wir machen großen Trara, weil der Mais gentechnisch verändert ist. Aber ich wette, unsere folgsamen Bürger, die stehen schon mit hochgekrempelten Ärmeln dort und warten sehnsüchtig auf die Spritze von Bill Gates, der ja nun tausendfach schon erheblichen Schaden angerichtet hat. Es ist einfach nur
unglaublich. Meine Meinung dazu lautet, ich habe den Verdacht, dass diese ganze Aktion, diese ganze Corona-Aktion ein Riesenfake ist. Und wenn das so ist, dann handelt es sich hierbei um das größte Verbrechen an der Menschheit seit Ende der Weltkriege. So würde ich das mal formulieren. Denn die Folgen dieser ganzen Aktion sind unermesslich. Die Wirtschaft geht in die Knie. Existenzen werden vernichtet. Wir haben es neulich im Harz gesehen. Da schließen alte Restaurants auch hier in, wie heißt das Ort? Detwang? Das war unten bei den Campingplätzen Detwang. Ja, Detwang, genau. Ja, da schließen ein altes Traditionslokal, das Goldene Lamm. Und so geht das in ganz Deutschland umher. Existenzen werden vernichtet. Das schwarze Lamm. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute Suizide begangen haben, weil sie wirtschaftlich keinen Ausweg mehr sehen. Und das wird noch ganz gewaltige Folgen haben. Und das ist leicht zu prognostizieren. Aber viele sehen das immer noch nicht. Aber so wird das enden. Und das ist natürlich ein hochkrimineller Akt. Und wenn man sieht, welche Vermögen da eine Rolle spielen, Gates und Co., die haben Budgets, die entsprechen dem Bundeshaushalt oder gehen drüber hinaus. Wenn man sich vorstellt, was für einen Einfluss dieser Mensch auf die WHO zum Beispiel hat, die das Ganze ausgelöst hat, dann weiß man, dass das zumindest äußerst verdächtig ist. Und er sponsert ja auch den Spiegel, andere Mainstream-Medien, das Robert-Koch-Institut, die Charité und, und. Da hängt eine Menge Geld hinter und dieses Geld will sich eben keiner entgehen lassen und deshalb wird diese große Show gemacht. Denn wir sehen doch eindeutig einmal, die Tests sind ein fauler Zauber. Die sind nicht validiert. Sie zeigen mehrfach positiv falsche Ergebnisse an. Das heißt, je mehr Tests ich mache, desto mehr Infizierte werde ich erhalten. Aber diese Infizierten, die sind zum größten Teil doch Fake-Infizierte. Denn bei fast 90% der sogenannten Infizierten nach diesem zweifelhaften Test von Professor Drosten, 90% dieser angeblich Infizierten haben überhaupt keine gesundheitlichen Probleme. Da wird das Virus festgestellt, aber es wirkt nicht. Es zeigt überhaupt keine Folgen. Das widerspricht ja schon den Kochschen Postulaten. Und wenn man bedenkt, dass das Robert-Koch-Institut den Namen von Robert Koch vertritt und die Kochschen Postulate werden nicht mal erfüllt bei diesen einfachen Dingen, dann stimmt da irgendwas gewaltig nicht. Das Gleiche kennen wir auch aus den Hamburger Erfahrungen, wo Dr. Püschel, glaube ich, hieß er, Professor Püschel, entgegen den Empfehlungen der WHO obduzierte und etwa 100 angeblich Corona-Verstorbene untersuchte und feststellte, dass nicht einer dieser 100 angeblichen Corona-Toten an Corona gestorben ist. Die hatten zwar teilweise diese Coronaviren, konnten nachgewiesen werden, aber die Leute waren alle vorerkrankt, massiv vorerkrankt und wären ohnehin, kann man sagen, gestorben. Ob mit oder ohne Corona spielt überhaupt keine Rolle. Das Gleiche gilt für die Tatsache, dass überhaupt keine Übersterblichkeit festgestellt wurde. Es wurden uns nur erschreckende Bilder aus Italien, Spanien und so weiter vorgestellt. Dort ist in jeder Grippesaison ein katastrophales Verhältnis. Diese Krankeneinrichtungen sind überhaupt nicht mit den Deutschen vergleichbar. Weiterhin ist das Durchschnittsalter der Verstorbenen bei ca. 80 Jahren, was der Lebenserwartung entspricht.
wieder ein Faktor, der belegt, dass überhaupt keine echte Gefahr von diesem Virus ausgehen kann. Das geht gar nicht. Ja, wenn das alles sich bewahrheitet, dass unsere Freiheitsrechte dadurch eingeschränkt wurden, dass das Grundgesetz ausgehebelt wurde. Wir sehen ja, dieses Maskentragen ist ja auch ein grundsätzlicher Verstoß gegen die Pflicht, die Würde des Menschen zu wahren. Einerseits setzen wir uns dafür ein, dass das Burka und Vollverschleierung von unseren Straßen verschwindet, weil das die Würde des Menschen verletzt aus ideologischen oder religiösen Gründen. Und andererseits werden wir durch solche Fake-Meldungen dazu gezwungen, Masken, gesundheitsschädliche Masken aufzusetzen. Wo gibt's das? Also, eins kann man sagen, ich werde mich gegen diese Sache wehren. Ich werde die Edeka-Zentrale anschreiben. Ich werde mich an die Antidiskriminierungsstelle wenden, die es hier in Bayern leider nicht gibt. Aber es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und ich werde auch nochmal die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber um eine Stellungnahme bitten und bin gespannt, was dabei dann herauskommt. Wir müssen von dieser Mentalität wegkommen, die Heinrich Mann in seinem Roman Der Untertan beschreibt. Wir dürfen uns nicht alles widerspruchslos gefallen lassen. Und aus diesem Grunde müssen wir gegen solche Maßnahmen auch etwas unternehmen. Wir können nicht schweigen und darauf warten, dass uns das nächste Stück Freiheit genommen wird. Und darauf läuft das Ganze hinaus. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Joe. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit.